reinzufummeln, sich hier von hinten nach vorne durchzubeißen, ist nicht so einfach. Flori muss auch aus der zweiten Reihe starten, das ist natürlich schwierig. Und dann die PS überlegenen Autos. Da sitzt der 635 CSI mit seinen 170 PS, falls die alle noch da sind. Man braucht schon was auf dem Tacho der Wagen, nee, 185 PS. Spannendes Rennen, das ist hier eine tolle Sache. Tolle Führung hier. Anna Melina Kindermann auf Platz 2. Das kann ja nicht. Das glaube ich nicht. Einer ausgefallen aus dem BHR-Team. Anna Melina Kindermann ist ausgefallen. Ja, da bin ich ja mal gespannt, was hier noch so passiert. Hauptsache, wir sehen bei dem kleinen Gelb, wie ist er, die weiße Fahne, weil der hat den Kopf eben einmal. Schaffen, an Christian Kröcker vorbei zu kommen. Dafür hat er noch eine Runde. Der kleine Fiesta hat natürlich eine bessere Traktion. Ich würde sagen, selbst das PS ist bei dem kleinen Fiesta vorteilig. Da haben sie gerade einfach berührt. Er hat eine Lücke gesucht. Eine Runde nimmt sie noch zu fahren. Hast du das auch gesehen? Plötzlich der Udo Bandel ganz langsam. Das ist nicht schlimm, der Udo, der steht da ja auch. Ah, kommt wieder auf Betrieb. Gerade in diesen Doppelkurven, wo der weiße BMW jetzt gar nicht Schwierigkeiten hat, die Spur zu halten, hat der Flori seine Chance erkannt. Fall schnell wieder in diese Drink vorbeigeflitzt. Klasse Aktion. Klasse Aktion. Tolles Rennen. Für Udo Mandel, er hat das hier souverän gewonnen. Aber auch klasse zweiter Platz. Pfiffig rausgefahren, Florenz-Weiß und Reber zweiter Platz. Dritter wird hier der Christian Kröcher. Er hat sich nicht so ganz einfach die Butter vom Brot nehmen lassen. Heute in der 59.